Die Muttergöttin. Lesung, kreative Lesung aus dem Buch Inspiration und Weisheit von Swami Shivananda. Die Muttergöttin wird in Indien intensiv verehrt. Die Muttergöttin, die göttliche Mutter, wird auch genannt Devi Maheshwari Parashakti. Devi heißt Göttin, Maheshwari die große Herrscherin, Parashakti die höchste Kraft. Die Muttergöttin wird verehrt. Die Muttergöttin, die göttliche Mutter, ist die Schöpfung des Universums. Sie ist die universelle Mutter. Die göttliche Mutter ist die Mutter aller. Die Frommen und auch die Verbrecher, die Reichen und die Armen, der Heilige und der Sünder, alle sind die Kinder der Muttergöttin. Diese Muttergöttin ist letztlich die Mutter der Natur. Die Muttergöttin ist das ganze Universum selbst. Die ganze Welt ist der Körper dieser Muttergöttin. Die Berge sind die Knochen, die Flüsse sind ihre Adern. Der Ozean ist wie ihre Blase. Sonne und Mond sind die Augen der Muttergöttin. Der Wind ist ihr Atem. Das Feuer Agni ist ihr Mund. Die Muttergöttin bewirkt, dass die Welt sich dreht. Durch die Muttergöttin leben wir und das Universum existiert. In dieser Welt sorgt die Mutter für alle Bedürfnisse des Kindes. Die Mutter kümmert sich darum, dass das Kind Nahrung hat, dass es wachsen kann, dass es geschützt ist, gekleidet ist. Die menschliche Mutter kümmert sich um Entwicklung und Fortkommen des Kindes. Und so wird die Muttergöttin sich um alle in dieser Welt kümmern. Die Muttergöttin kümmert sich um alle Lebewesen. Letztlich ist jede menschliche und tierische Mutter eine Erscheinungsform dieser Muttergöttin. Jede Frau ist eine Form dieser Muttergöttin. Die meisten Menschen fühlen sich bei ihrer Mutter freier als bei irgendjemand anders. Wenn du Trost brauchst, dann wendest du dich vielleicht eher an deine Mutter als deinen Vater. Wenn du dein Herz öffnen willst, machst du es vielleicht leichter gegenüber deiner Mutter. Und so gibt es auch keinen größeren Gott als die Mutter. So wie die menschliche Guru, menschliche Mutter, dich schützt, nährt, tröstet, ermuntert, dein erster Guru ist, so ist auch die Muttergöttin diejenige, die dich schützt, die dich nährt, tröstet, ermuntert und dich großzieht. Du bist vertraut mit deiner Mutter und du bist vertraut mit deiner Mutter, weil sie freundlich, liebevoll, zärtlich und herzlich ist. Wenn die Mutter hört, dass das Kind nach ihr ruft, lässt die Mutter alles liegen und kümmert sich um das Kind. Und so ist es auch auf spirituellem Weg. Wenn du Trost brauchst, wenn du dein Herz öffnen willst, wenn es schwierig wird, dann rufe nach der göttlichen Mutter, rufe nach der Muttergöttin. Sie wird kommen und sie wird dir Trost schenken. Sie wird die Schwierigkeiten aus deinem Leben bringen. Verehre die Muttergöttin. Verehre die Muttergöttin und zeige ihr deine Dankbarkeit. Wende dich nicht nur an die Muttergöttin, wenn du etwas brauchst. Wende dich nicht nur an die Muttergöttin, wenn du Hilfe brauchst, sondern verehre die göttliche Mutter. Verneige dich vor ihr, bringe ihr Gaben dar, drücke deine Dankbarkeit aus. Immer wieder fühle Ehrerbietung zur Natur, zur Schönheit in der Natur. Wann immer du Segnungen bekommst, wann immer du Nahrung bekommst, Kleidung bekommst, wann immer du materielle Güter bekommst, stelle dir immer vor, du bekommst es von der Muttergöttin. Verneige dich vor der Muttergöttin, stelle ein Bild der Muttergöttin auf deinem Altar auf, singe Mantras der Muttergöttin und öffne dich ganz. Die Gnade der Muttergöttin hilft, dass du dich aus der Knechtschaft von Geist und Materie befreien kannst.
Die Fesseln der Maya, der Illusion, sind schwer zu durchbrechen. Daher verehre die Muttergöttin. Und so kannst du über die Prakriti hinausgehen und durch ihre Gnade, ihren Segen zur göttlichen Verwirklichung kommen. Bitte die Muttergöttin, alle Hindernisse auf dem Weg zu beseitigen. Sie wird dich in das unbegrenzte Reich ewiger Wonne führen und dich absolut frei machen. Und auch wenn du auf der physischen Ebene etwas brauchst, auch dort kannst du dich an die Muttergöttin wenden. Wann immer du irgendein Bedürfnis hast, öffne dein Herz zur Muttergöttin, schreie zu ihr, bitte sie um Hilfe. Sie wird zu dir kommen und wird dir helfen. Vertraue darauf. Aber sei auch dankbar. Verehre aus Dankbarkeit und letztlich bitte Parashakti Devi, die Muttergöttin Jagadamba, dir Weisheit, Frieden, unsterbliche Wonne und Gottverwirklichung zu geben. Ja, soweit meine kreative Lesung, Inspiration und Weisheit, Kapitel Devi aus dem Buch von Swami Shivananda. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de.